Traumhaftes Wetter und strahlender Sonnenschein gestern in Oberstaufen. Zwar gab es schon ein paar grüne Flecken in der Nähe der Loipe, doch die Strecke selbst war bestens präpariert. Auch wenn der Schnee inzwischen ziemlich weich war, die Bedingungen für das Europacup-Rennen waren optimal. Wir haben ja hier mit dem Markt Oberstaufen einen super Unterstützer. Die haben den Schnee wirklich auch für uns, für diese Veranstaltung sehr schön zusammengesucht und zusammengeschaufelt, sagt man mal. Aber es ist ausreichend da, die Grundlage ist da. Es war nie gefährdet, dass die Veranstaltung nicht stattfindet. So suchte mancher Athlet bereits den Schatten der Bäume, um sich aufzuwärmen. Zum ersten Mal am Start in Oberstaufen zwei Wintertriathlon-Experten aus Russland. Pavel Andrejew, der frisch gebackene Weltmeister, wollte sich hier weitere Europacup-Punkte sichern. Genauso wie sein Kollege Kirillov. Doch die Konkurrenz war auch nicht zu verachten. Vorjahressieger Daniel Antonioli aus Italien trat an, um seinen ersten Platz zu wiederholen. Und auch der Deutsche Michael Göhner war nicht gekommen, um den Russen hinterherzulaufen. Vielmehr hatte er die deutsche Meisterschaft im Auge. Um Punkt 14.15 Uhr fiel dann auch der Startschuss. Die Damen starteten 3 Minuten später. Da blieb noch Zeit für ein kleines Küsschen. Bei den Männern gaben die Russen von Anfang an richtig Gas. Unglaublich, was die beiden für ein Tempo vorlegten. So hatten sie beim Wechsel auf das Mountainbike schon ordentlich Vorsprung auf Antonioli und Göhner. 12 Kilometer mussten auf dem Rad zurückgelegt werden, genügend Zeit also, den Rückstand aufzuholen. Doch die Russen auch in dieser Disziplin nicht zu bremsen. Dann der Umstieg auf die Langlaufski. Und plötzlich keimte Hoffnung auf bei Michael Göhner. Der Vorsprung der Russen schmolz fast so schnell wie der Schnee in der Loipe. Doch am Ende hat es leider nicht gereicht. Souverän verteidigten Andrejew und Kirillov die Plätze 1 und 2. Hervorragender Dritter und damit auch deutscher Meister wurde Michael Göhner, der durchaus zufrieden war mit seiner Leistung. Es war im Nachhinein ein sehr schönes Rennen, weil es halt ein positives Ende für mich hatte. Ich bin deutscher Meister geworden und das war im Prinzip das Ziel. Aber im Rennen an sich waren halt die Wechsel wieder mal verkorkst. Ich kenne das ja schon aus den letzten Jahren, aber ja, ich kriege das irgendwie nicht so auf die Reihe. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Aber ich meine, ich habe auf die Spezialisten, auf die zwei Russen, jetzt irgendwie eine 20, 25 Sekunden Rückstand. Und das finde ich eigentlich hervorragend für meine Verhältnisse. Bei den Damen hatte am Ende die Vorjahressiegerin Renate Forstner die Nase vorn. Sie verteidigte damit den Titel der deutschen Wintertriathlonmeisterin. Also es war hart, aber fair und es war auch gut. Also die Strecke hat auch super gehalten für die warmen Temperaturen und du hast richtig noch Gas drauf geben können. Rundum gelungene Meisterschaften also in Oberstaufen, bei bestem Wetter und mit der Unterstützung der zahlreichen Zuschauer.